Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher. Sternzeit 3308-1412. Ja, hallo, meine lieben Elite Dangerous Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und als erstes ein herzliches Dankeschön an all die Spender, die mir zu meinem vollen Tank in meinem Carrier verholfen haben. Ich war ja wirklich geplättet, muss ich gestehen, als ich am nächsten Tag eingeschaltet habe und in die Verwaltung ging, ins Management von meinem Carrier und erstaunt festgestellt habe, dass ich über Nacht 500 Tonnen Tritium gespendet bekommen habe. Wahnsinn! Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich wollte aber etwas ausprobieren, wie das so ist mit dem Tritium, mit dem Spenden ist ja klar, das kann man ja direkt einfach, was man als Fracht in seinem Schiff dabei hat und wenn man landet auf dem Carrier, dort im Tritium-Depot einfach abgeben. Das ist logisch. Wenn das Lager dort voll ist mit 1000 Tonnen, dann ist natürlich auch keine Spende mehr möglich. Deswegen dachte ich mir, ich gehe einen anderen Weg und probiere nochmal was aus, indem ich halt mein eigenes Lager, was ich in meinem Frachtschiff in dem Falle mitbringe an Tritium, direkt ins Lager meines Carriers transferiere. So ähnlich wie man das mit dem Rucksack zu Fuß machen kann, so kann man das ja dann auch zwischen den Schiffen und dem Carrier machen. Der hat ja ein eigenes Lager. Dazu muss aber dort ein Warenlager angelegt werden und ein Verkauf und ein Einkauf und lauter diese Dinge. Und genau das wollte ich heute nochmal als letztes zu diesem Thema mit euch durchgehen. Und ich wollte noch etwas überprüfen, deswegen sitze ich hier aktuell auf einer Station namens Gora Hub im Litchi-System. Das ist ganz da in der Nähe, wo meine Macht Eisling Duval ist. Dort wollte ich eigentlich hinspringen mit meinem Carrier, ging aber leider nicht, denn in diesem System war kein freier Platz mehr. So musste ich mich in ein Nachbarsystem in der Nähe einmal hin bewegen. Und da fliegen wir dann in Kürze auch wieder hin. Was ich euch zunächst nochmal hier zeigen wollte, etwas Besonderes. Deswegen bin ich hier gerade auch auf so einer Station gelandet, hier im Litchi-System. Das ist auch ein System, was von Anarchie beherrscht wird. Das hat folgenden Grund, weil ich gleich nachher mit euch mal zum Barkeeper gehen will, um dort ein paar Waren zu verkaufen. Aber bevor wir uns diese Sache annehmen, zunächst nochmal ein kleiner Hinweis. Das Carrier Management könnt ihr auch im Schiff selber auf der rechten Seite aufrufen. Das zeige ich euch dann gleich nochmal, wenn wir zum Schiff zurückgehen. Oder auch, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, beispielsweise auf irgendeiner Station. Da ruft man einfach hier dieses Inside Hub auf, geht nach rechts und dort hat man dann, genauso wie im Schiff auch, in dem Menü die Carrier Management Verwaltung. Der einzige Unterschied ist, wenn ihr nicht auf dem Carrier seid, dann wird euch dieses Schiff hier natürlich so in einer schematischen blauen Darstellung gezeigt. Nichtsdestotrotz habt ihr aber Zugriff auf die entsprechenden Dinge. Ja, und da gibt es natürlich noch ein paar kleine Feineinstellungen bei mir zu tun. Die finden wir ganz hier unten links. Die Einstellung rufen wir mal auf. Hier kann man nämlich noch ein paar Sachen festlegen, die für allgemeingültig sind. Zum Beispiel den Undock-Zugang, wer überhaupt auf dem Carrier landen darf. Ich habe jetzt mal alle angewählt. Man kann aber auch hier differenziert vorgeben, dass zum Beispiel nur Staffelangehörige, nur Freunde, Staffelunfreunde oder gar keiner. Außer euch selbst natürlich. Ich habe es aber jetzt mal für alle offen gelassen. Dann Zugang für berüchtigt Kommandanten. Das wisst ihr ja, wenn ihr entsprechend als Piraten unterwegs seid etc. oder eben Missionen illegale annehmt und da ein paar Leute erschießt und so, dann kann das durchaus sein, dass er einen berüchtigt Status verpasst kriegt.
Und den kann man hier unterbinden, dass solche Kommandanten hier nicht landen dürfen. Aber eigentlich habe ich nichts dagegen, denn ich selbst habe auch oft genug schon einen Berüchtigt-Status verpasst kriegt, ohne dass ich was dafür konnte oder eine solche Gesinnung hätte. Deswegen lasse ich das jetzt mal auf gestattet. So, die aktuelle Aktivität anzeigen. Damit werden das Dienste-Hintergrundbild des Carriers und das Navigations-Menü-Symbol ausgewählt. Hier kann man im Grunde genommen sich so einen gewissen Touch geben, als was man unterwegs sein möchte. Das kann man hier entsprechend aussuchen. Ich habe es jetzt mal auf Erkunder gestellt. So, dann den Schwarzmarkt, Handel mit illegaler Ausrüstung. Ich habe ja den Schwarzmarktdienst ohnehin nicht installiert, also lasse ich das auch mal auf nicht gestattet. Und, das hatte ich ja schon mal angesprochen, sollte irgendwann doch mal der Punkt kommen eventuell, wo man überlegt, dass man so einen Carrier doch nicht mehr haben möchte oder den teuer unterhalten möchte, dann kann man ihn hier unten auch ausrangieren. Ich klicke jetzt mal hier drauf und dann seht ihr, und das ist ganz wichtig, bevor er den wirklich ausrangiert, erstens gibt es nicht den vollen Wert zurück. Das ist also ein kleines bisschen weniger, wie ihr seht, als die 5 Milliarden, die er kostet. Aber naja, der Großteil wird wieder zurückgezahlt. Das gilt aber nur für den Carrier, wohlgemerkt. Die Kreditrückerstattung erfolgt nach dem Entfernen des Carriers aus dem Dienst. Und das wird also nicht sofort gemacht, sondern das wäre dann innerhalb von 8 Tagen, glaube ich, hier. Zeit, bis er ausrangiert wird, kann man dann hier ablesen. Und in dieser Phase hat man dann die Option, immer noch diesen Ausrangierungsvorgang wieder rückgängig zu machen. Also man kann dies genauso wie bei dem Sprungziel, was ja dann 15 Minuten dauert, bis er weghüpft, da kann man auch bis kurz vorher noch das wieder rückgängig machen. Und so ist es mit dem Ausrangieren eben auch. Die dort verwahrten Schiffe, bei mir sind es inzwischen 18, ich habe also meine normale Flotte, die ich in der Boswell-Station geparkt hatte, nachdem ich da hingesprungen bin in das 69G Carinae-System von meinem Kaufort, habe ich also alle meine Schiffe zunächst mal dahin transportieren lassen. Hat jeweils 5 Minuten gedauert und ein bisschen Geld gekostet. Aber es war halt nicht die Welt und es ging dann auch sehr schnell. Dann kann man hier auch noch sehen, wenn andere Kommandanten zum Beispiel hier gelandet sind. Landen könnt ihr ja, das geht. Das habe ich inzwischen ja herausgefunden. Auf den entsprechend freien Landeplätzen. Wie viel es da gab, habe ich ja im ersten Video gezeigt. Ich meine, es waren 8 große, 4 mittlere und 4 kleine. Die kann jeder Kommandant einen davon ja besetzen und auf diese Weise dann auch mit diesem einen Schiff mit mir gemeinsam ohne Probleme irgendwo hinfliegen. Also wenn andere Kommandanten hier noch drauf sind, dann ja, werden die dann, keine Ahnung, wieder ins Freie gesetzt. Das kann ich im Moment nicht beurteilen. Die eingelagerten Schiffe, steht jedenfalls hier, können auch nach dem Ausrangierprozess transferiert werden. Also meine Schiffe könnte ich dann wahrscheinlich trotzdem noch irgendwo auf eine Station bringen. Und ich nehme an, das wird mit Schiffen, die von anderen Kommandanten da drauf sind, ähnlich funktionieren. Ja, und dann wird es hier ausgewählt. Ich mache das natürlich jetzt nicht, denn ich bin ja ganz froh, dass ich meinen Carrier im Moment so habe. Gucken wir uns die Übersicht nochmal an. Im Moment sieht es so aus. Verfügbare Dienste, die sind alle im Moment aktiv und auch installiert. Auftankstation, Reparaturgruß, Waffenkammer, das Übliche, was man auf jeder Station machen kann. Der Warenhandel, da komme ich gleich zu. Universal Cartographics habe ich auf jeden Fall drin. Das, denke ich mir, ist ein sehr schöner Dienst. Vor allen Dingen, wenn man dann unterwegs sind zusammen, da könnt ihr dann natürlich prima eure Daten abgeben oder sie natürlich auch mit nach Hause nehmen und sie auf irgendeiner Station abgeben, aber das biete ich auf jeden Fall mal an. Das Tritium-Depot ist klar. Vista Genomics auf jeden Fall. Solltet ihr unbedingt bei mir reinschauen. Oh, ich habe da eine tolle Dame eingestellt. Ist wirklich eine Augenweide. Und, ja klar, die Abflughalle natürlich. Das Übliche. Die 25.000 Einheiten, davon sind 1.320 momentan für installierte Dienste weggenommen und auf den Märkten reserviert. Das zeige ich gleich, habe ich also auch ein bisschen etwas. Gucken wir uns nochmal die Navigation an. Aktueller Standort. Im Moment bin ich hier in Dijomi. Warum und wieso, das zeige ich euch im nächsten Video. Da gibt es nämlich etwas ganz Besonderes, Tolles. Das will ich euch unbedingt zeigen beim nächsten Mal. Und ja, wie gesagt, meine Tritiumreserven. Wahnsinn, ne? Das ist natürlich das, was bei dem Sprung hierher dann noch draufgegangen ist. Ich wollte hier nochmal etwas ausprobieren. Deswegen bin ich hier nochmal so 1 oder 2 Systeme weit gesprungen.
und habe dann auch festgestellt im Budget, dass mich also der Sprung mit einem Carrier nicht nur Tritium kostet, sondern auch eine sogenannte Rumpfwartung fällig ist. Pro Sprung werden also so und so viel Tonnen Tritium verbraucht und pro Sprung werden auch an Rumpfwartung jeweils 100.000 Credits fällig. Da ich jetzt 3 Sprünge gemacht habe, sind es logischerweise dann auch 300.000, die immer mit der wöchentlichen Abrechnung einmal donnerstags erledigt werden und abgezogen werden. So, und was ganz wichtig ist, danke an dieser Stelle wirklich für den Hinweis, mein lieber Freund Melba. Das hatte ich natürlich totally vergessen beim letzten Mal. Ich habe zwar den Kontostand entsprechend aufgefüllt von meinem normalen Aktiven, das kann man ja hier über Einzahlen und so weiter erledigen, von dem normalen Konto auf das Carrier-Konto und bestätigen. Aber ich muss natürlich auch eine Zuweisung für den wöchentlichen Unterhalt machen. Den hatte ich, glaube ich, entweder auf 0 oder auf 100% stehen. 100% ist aber nicht sinnvoll, da für bestimmte Dinge zusätzlich Geld vorgehalten werden muss, was dann nicht mehr möglich ist, wenn ich auf 100 stelle. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die Mitte genommen. Also 50% des Kontostandes des Carriers werden für den normalen wöchentlichen Unterhalt verwendet. Und die anderen 50% stehen demnach für andere Dinge zur Verfügung, die ich auch an Geld noch brauche. Aber wichtig ist auf jeden Fall, nach dem Kauf und dem Zuweisung des Kontostandes hier eine Einstellung vorzunehmen. Nicht vergessen. Sondern könnt ihr hier nochmal gucken, wie sich das Ganze zusammensetzt, inklusive der Rumpfwartung. Zum Warenhandel. Das ist nämlich etwas, was ich jetzt zusätzlich mal für ein Produkt eingerichtet habe. Und das funktioniert folgendermaßen. Da gehen wir mal hier in den Verwaltungsbereich. Hier gibt es ja alle Waren, die man überhaupt haben kann. Und ich habe mir jetzt mal so gedacht, ich mache mal Folgendes. Ich werde hier mal Tritium nehmen. Das ist ja der Treibstoff. Die entsprechenden vorgehaltenen Mengen, wenn ich das jetzt hier als Ware handeln will und ich möchte es einkaufen. Das heißt also, ihr könnt zum Beispiel mir Tritium bringen und könnt es in meinem Warenmarkt verkaufen und bekämt jetzt hier dann, im Moment jedenfalls, habe ich jetzt mal so eingestellt, einen Kaufpreis pro Tonne von 2586 Credits. Das ist der niedrigste Preis, den man einstellen kann, gemessen am galaktischen Durchschnitt. Für jede Ware gibt es ja einen sogenannten galaktischen Durchschnittspreis. Der wird ja auch automatisch dann angezeigt. Und von diesem galaktischen Durchschnittspreis aus gerechnet, kann man also nach unten den Preis einstellen und auch nach oben. Nach unten geht bis maximal 5% von diesem Preis. Das würde hier in dem Falle 2586 Credits entsprechen. Man kann es aber auch nach oben drehen. Da kann man dann maximal bis 1000% gehen. Das ist, glaube ich, das Höchstmaß, was man anbieten kann oder beziehungsweise einstellen kann. Ja, genau. 1000% gerechnet von dem wären dann logischerweise 517.000. Jetzt kommt aber das Problem, wenn man jetzt die Menge noch definiert. Ich sage jetzt mal, ich will mal eine glatte Menge haben von 1000. Machen wir mal 1000 draus. Dann kann man es ja am einfachsten sehen. Na, ach Mensch, also diese Einstellerei. So. Also bei dem definierten Kaufpreis, der im Moment dann für euch wahnsinnig viel Geld bringen würde, jetzt mal hypothetisch gesprochen, würde da pro Tonne 517.000 Credits für eine Tonne Tritium bekommen. Von mir eben. Und ich muss logischerweise, damit ich an jeden Commander, der bei mir etwas in dieser Art auf dem Carrier verkauft, um Geld zu bekommen, genau diese entsprechende Summe vorhalten. Also für die jeweilige Menge, die ich bereit bin einzukaufen, muss ich auch genau das entsprechende Geld, was ich hier oben als Kaufpreis definiert habe, von meinem Budget zur Verfügung stellen. Das ist natürlich enorm und ja, das dachte ich mir, werde ich einfach mal für mich testen. So könnte ich zum Beispiel Tritium in mein Lager legen und mit einem minimalen Einkaufspreis eben versehen. Und dann kann ich sozusagen für 2,5 Millionen einfach mal zusätzlich 1000 Tritium in meinem Lager vorhalten. Ich kann es natürlich auch anders machen, indem ich einfach meine mitgebrachten Tonnen Tritium direkt in dieses Lager hier transferiere. Das muss ich also noch ausprobieren, aber auf jeden Fall funktioniert das von der Einstellung so. Ich muss also die Mengen definieren, den Kaufpreis und für diese entsprechende Menge bei dem angegebenen Preis muss ich diese Summe dann
dann direkt auch mit in meinem Carrier-Konto mitführen und über diesen Schieberegler natürlich dafür sorgen, dass das Geld auch frei ist. Ja, wenn das entsprechend eingestellt würde, macht man anwenden. So, ich habe also schon einen Bestand von 82 Tonnen hier drin im Moment. Und die könnte ich dann zum Beispiel wiederum in eins meiner Frachtschiffe lagern, indem ich es umtransferiere und es auf irgendeiner Station zum Beispiel dann selber verkaufen. So stelle ich mir das jedenfalls vor, dass es funktionieren kann. Und so kann man, und so werde ich das dann wahrscheinlich auch mal später machen, entsprechende interessante Waren, die man zum Beispiel abbauen kann irgendwo, minern kann. Genau wie ich das bei Paul ja auch schon gesehen habe, werde ich dann wahrscheinlich den Carrier mal in irgendeinen guten Standort stellen und dann könnt ihr dort mit kleinen Schiffen zum Beispiel schnell mal eure geschürftes Material zu einem vernünftigen Preis verkaufen. Aber prinzipiell funktioniert es also genauso. Und umgedreht ist es genauso, wenn ihr was verkaufen wollt, dann sucht euch die Ware aus und gebt die entsprechenden Daten dann an. Das waren die ganz normalen Waren. Jetzt machen wir mal einen kurzen Break hier, verlassen mal das Menü. Und das, was ich euch zeigen wollte noch, ist Folgendes. Jetzt gehen wir mal hier zum Barkeeper. Deswegen bin ich in einem System der Anarchie. Ja, du kannst mir helfen. Gérard, ich hätte gerne was verkauft bei dir. Möchten Sie eine geschäftliche Transaktion? Ja, ich möchte mal ein paar Gegenstände verkaufen. Wenn Sie die Waren haben, habe ich Credits für Sie. Das ist schön für dich. Anarchiesystem und eine Station, die auch von einer Fraktion, die der Anarchie angehört, geleitet wird, die bieten ja die Möglichkeiten, hier beim Barkeeper die Waren zu verkaufen, auch illegale Waren. Jetzt gibt es aber häufig mal ein Problem dabei. Mir jedenfalls oft genug passiert. Ihr seht zum Beispiel hier unter den Waren, habe ich als erstes hier oben eine ganze Menge Dinge angeführt, die alle so mit diesem typischen Missionszeichen belegt sind. Oder sogar beides, Missionszeichen und gleichzeitig auch illegal sind. Das ist zum Beispiel ein typischer Fall hier, Mutagenkatalysator. Der hätte einen Gegenwert von 75.000 Credits. Den kann ich aber nicht verkaufen. Ich kann hier draufklicken und ich kriege aber keine Option, diese Ware hier zu verkaufen. Gleichermaßen zählt sie aber von der Einheit mit für das Gesamtvolumen, was ich in meinem Lager habe. Da ich aber nur 1000 habe insgesamt als Lager, kann das natürlich schnell passieren, dass sich irgendetwas dann sich da oben ansammelt, mein Lager füllt und ich eigentlich damit nichts anfangen kann. Bei solchen Aktionen hier wie Waffenplänen oder auch Energieregulatoren, die kann ich auf jeden Fall benutzen, wenn ich zum Beispiel bei dem entsprechenden Dienst dort meine Anzüge oder meine Waffen aufrüsten möchte und ich entsprechend eine Anzahl, beispielsweise Waffenpläne, gebrauchen würde. Dann werden die gezählt und ich kann sie auf diese Weise einlösen. Aber es gibt eben auch Dinge, wie zum Beispiel dieses hier, Mutagenkatalysator oder auch andere Dinge, zum Beispiel bei Daten, hier Spyware und solche Dinge, die ich eigentlich sonst nicht wieder gebrauchen kann. Habe ich einen Carrier, dann kann ich das sehr wohl. Ich habe das mal gemacht, beispielsweise bei der Spyware. Die war vor einer Aktion, die ich euch dann zeigen will, wie man das macht, auch noch so blau, sodass ich sie nicht anklicken konnte. Dann habe ich diese Spyware direkt, als ich auf meinem Carrier war, über das Inventarmenü einfach mal in meinen Carrier transferiert und dann von da aus wieder zurück in mein normales Warenlager. Und siehe da, bei dieser Tauschaktion wurde dieser Status, dass ich das jetzt hier nicht anklicken und verkaufen kann, aufgehoben. Das fand ich sehr spannend. Und nun, wie ihr seht, kann ich das sehr wohl hier tatsächlich auch zu Geld machen. Das finde ich also eine tolle Sache und das machen wir jetzt mal. Und dann gucke ich auch, ob das funktioniert. Verkauft. Zack. Und schon ist es gut bezahlt. Bei solchen Sachen wie diesem hier, Netzwerk, Zugriffshistorie, ne, das bringt ja ohnehin nicht viel Geld, belegt aber jedes Mal einen Punkt meiner Waren. Und die würde ich dann auch gerne mal loswerden auf irgendeine Art und Weise. Auch das ist machbar und zeige ich euch im nächsten Video. Wenn ich nochmal auf biologische Probensammlung gehe, kann ich euch jetzt schon darauf hinweisen, wird eine ganz spannende Folge werden. Also in diesem Zuge zeige ich euch, wie man Ware loswerden kann, die hier aufgeführt wird, die man aber eigentlich überhaupt gar nicht mehr gebrauchen kann.
Wenn man sie also nicht zu Geld machen kann, wenn man einen eigenen Carrier hat, wie das geht, werde ich euch jetzt gleich mal vorführen, wenn wir diesen Mutagen-Katalysator dann zu Geld machen wollen. Und kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein? Im Moment nicht, danke dir. War nur eine Demonstration. Immer schön mit Ihnen zu handeln. Ja, ne? Alles klar, dann mach's mal Judy, ne? So, das waren erstmal die Dinge, um die es mir hier ging noch, die Einstellungen. Und dann mache ich an dieser Stelle mal einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Im Anflug auf die Poseidon, mein Carrier geparkt im Dijomi-System, ganz in der Nähe von dem System, wo meine Eisling Duval zu Hause ist. Weil, ja, können wir gerade mal gucken. Wenn wir schon hier sind, gehen wir mal nach rechts. Hier übrigens ist das Carrier Management, was man von hier aus, um es nochmal kurz zu sagen, auch jederzeit aus dem Schiff heraus aufrufen kann. Und, das ist auch interessant, wir könnten theoretisch auch von überall aus dem Carrier einen Befehl geben, irgendwo hinzuspringen. Dazu muss man nicht unbedingt hier an Bord des Carriers sein. Das kann man also auch von hier aus machen, einen Ort angeben und den Carrier einfach dahin springen lassen. Das sieht übrigens sehr spektakulär aus. Ich habe das mal getestet hier mit einem kleinen Sprung im System. Hab die Anweisung gegeben, bin dann direkt in das Zielsystem gesprungen mit meinem normalen Schiff, wo der Carrier rauskommen sollte. Und obwohl er noch gar nicht da war, konnte ich ihn schon in der Navigationsliste als Ziel markieren. Das fand ich echt spannend. Und dann bin ich dahin geflogen und habe gewartet. Und dann konnte ich ein spektakuläres Spektakel, wenn ihr so wollt, erleben und konnte miterleben, wie der Carrier dann aus dem Hyperraum genau dort vor mir auftauchte. Das fand ich echt cool. Werde ich irgendwann mal in einem Video euch zeigen, wenn wir das wieder mal machen. So, jetzt gehen wir erstmal hier. Kontakte, Landeerlaubnis gewährt. Hallöchen, mein Kleiner. Wo hast du denn deine Landebuchten? Oben oder unten? Ja, da hinten wahrscheinlich. Okay. Schauen wir doch mal. Sieht doch wirklich toll aus. So beleuchtet. Klasse. So. Wo hast du mir denn den Landeplatz zugewiesen? Ich glaube, der ist auf der anderen Seite, ne? Sieht schon interessant aus, wirklich. Da oben sehe ich den Landeplatz. Da ist er doch. Die 11. Dann einmal nach oben, bitte. So. Einmal rum. Fahrwerk raus. Fahrwerk ausgefahren. Jo. Supi. Und da kommen wir doch schon. Das ist immer wieder ein erhabenes Gefühl, muss ich wirklich gestehen, auf so einem eigenen Carrier landen zu können. Toll. Das alleine schon lohnt sich schon. Das ist einfach abgedreht. Yeah. So. Zack. Wunderbar. Klasse. Okidoki. So, bevor ich jetzt hier das mache, will ich mal hier rausgehen und will mir mal hier ein schönes Bildchen schießen. Das brauchen wir doch noch, ne? So mal nachher fürs Video einen schönen Screenshot. So. Mit Sonne. Genau. Das ist schön. Das hat was. Nehmen wir. Suppi. Dann Carrier-Dienste, bevor ich es vergesse. Ich bin ja hier eine ganze Zeit lang unterwegs gewesen und dachte mir so, naja, bis halt diese neue Runde im Machtspiel bei den galaktischen Mächten anfängt, das ist ja morgen der Fall, erkunde ich einfach mal hier ein bisschen drumrum die Gegend und war da ein bisschen fleißig. Ja, und das ist übrigens auch etwas Wichtiges. Im Unterschied zu
zu dem normalen Universal Cutter Graphics ist es so, dass wenn ihr einen Carrier besucht, dort könnt ihr die Daten immer verkaufen. Da gilt also nicht dieser Zwang, dass man unbedingt 20 Lichtjahre weg sein muss von dem jeweiligen System, wo man die Daten da gescannt hat. Der Carrier kann immer Daten verkaufen bzw. ankaufen und euch das Geld auszahlen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, muss aber, wie ihr wisst, mit einem entsprechenden Gebühr bezahlt werden. So, das habe ich also überprüft. Das ist tatsächlich so, dass mir hier dann auch zunächst mal diese 25%, wie euch auch selber, abgezogen werden, wenn ich diese Daten verkaufen würde. Aber okay, kann man mit leben. Jetzt habe ich, wie ihr seht, hier doch ordentlich was sammeln können. Und das ist immer noch eine Menge Holz, trotz der Abzüge. Das will ich aber jetzt hier gar nicht verkaufen auf meinem Carrier. Wollt euch nur mal mitteilen, dass es eben möglich ist. Denn das Geld hebe ich mir jetzt auf, wenn die Machtspiele wechseln. Damit ich dann, wenn ich für meine nächste Macht mich verpflichte, gleich wieder was habe, um es an der Heimatstation zu verkaufen. Denn solche Werte sind gut und dann kann man relativ schnell gleich wieder den Verbündet-Status sich erkaufen. So, gucken wir mal. 0 Tage noch. Und noch sind wir ja hier bei ihr. Wertung. Da war ich inzwischen fleißig, habe meine entsprechenden Dinge hier abgearbeitet, sodass ich auf jeden Fall meine 750 Verdienste erreichen werde, jetzt beim Wechsel morgen. Und inzwischen, wie ihr seht, bin ich auch schon 4 Wochen jetzt verpflichtet, sodass ich hoffe, dass morgen die Wertung 3 hier freigeschaltet wird und dadurch, dass ich die 4 Wochen Dauer erreicht habe, ich dann irgendwo, machen wir dann gemeinsam, die Prisma-Schild Generatoren erwerben kann. Und danach werde ich mich einer anderen Macht kurz nochmal anschließen. Und zwar wird es der hier sein. Denn der bietet, gucken wir nochmal nach hier, wenn bei Wertung 3 auch wieder nach einer 4-wöchigen Dauer diesen speziellen Raketenwerfer für breit gestreute Salven. Hatte ich euch ja schon vorgestellt, ebenfalls. Und ja, die hätte ich gerne auch noch. Weiß zwar nicht, ob sie jetzt unbedingt super notwendig sind, aber naja, kann man ja mal drüber nachdenken, sich das vielleicht noch zu holen. Und da das dann auch wieder 4 Wochen dauert, würde ich dann in der Zeit irgendwann, sage ich euch Bescheid, gerne dann auch mit euch den nächsten Sprung vielleicht gemeinsam mit dem Carrier machen, um dann die Reise für die 5000 Lichtjahre anzutreten. So, dann steigen wir nochmal aus hier. Und dann gehe ich jetzt mal in die Bar und stelle euch dort mal ein paar nette Dinge ein. Das heißt, das war jetzt eigentlich ein Fehler, was ich gemacht habe. Bevor ich nämlich das tue, sollte ich erst noch mal an Bord gehen. Denn ich muss das ja im Schiff hier machen. Dazu müssen wir mal hier rüber und zwar in die Lagerhallen. In den Lagerhallen haben wir ja, wie im Rucksack auch, Verbrauchsgegenstände, die im Rucksack gebraucht werden, Materialien, Waren und Daten. Gucken wir mal genau nach Daten. Da gibt es ein paar, die ich zwar verkaufen könnte beim Barkeeper, ich kann sie euch aber auch hier anbieten. Katzenmedien, genau, klassische Unterhaltung. Das sind zum Beispiel solche Dinge, da weiß ich, war ich ziemlich lange für unterwegs und davon habe ich trotzdem noch einige sammeln können. Und neben Siedlungsverteidigungsplänen, wo ich auch noch einen habe, den ich euch zur Verfügung stellen möchte, werde ich euch diese Dinge mal hier reinstellen. So, das geht halt vom Schiff aus und zwar müsst ihr da hier oben in den Tab Lagerhallen. Dann ganz hier oben auf Transfer, also hier rechts. So, und dann habt ihr wieder hier oben über diese Auswahl diese Optionen. So, jetzt gehe ich mal in die Daten. Und nun können wir hier in der Liste gucken, wo haben wir sie denn? Katzenmedien zum Beispiel. Einer, rechts oben seht ihr Poseidon, das ist sozusagen das Fassungsvermögen meines Carriers. Und drüben links ASP Explorer, das ist das Fassungsvermögen, was ich generell normal habe. Also das, was ihr, wenn ihr keinen Carrier habt, als maximale Sammeloption habt.
1000 Stück, die ja in diese drei Hauptgruppen Daten, Waren und Materialien gegliedert sind. Mehr wie 1000 Einheiten könnte ich normal nicht sammeln. Habt dann Carrier, verdoppelt sich dieses, sofern ihr das Lager eures Carriers benutzt. Und das zeige ich euch jetzt gerade mal. Ich transportiere oder transferiere besser gesagt jetzt mal 10 Katzenmedien, die ich ja links stehen habe, nach rechts. Alles rüber. Dann haben wir noch Unterhaltungsmedien, glaube ich, gibt es auch noch. Oder klassische Medien haben wir auch noch, genau. Das ist auch so ein Ding. Da braucht er jeweils entweder 10 Stück davon oder 10 Stück davon für irgendeinen Ingenieur, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Müsst ihr mal gucken, wo das gebraucht wird. Und ja, die muss man normalerweise immer erst schwer sammeln. Ich gucke mal, ob ich noch mehr habe, was ich auf jeden Fall nicht mehr brauche. Hier haben wir zum Beispiel diese Netzwerkszugriffshistorie, von der ich vorhin erzählt habe, ne? Erinnert ihr euch? Die jetzt hier auch blau angezeigt wird. Wenn ich die jetzt hier rüber transportiere, so, das mache ich jetzt einfach mal, so habe ich das zum Beispiel mit der Spyware gemacht und sie dann nachher von da wieder zurück transportiere, nach dem Vorgang, dann kann ich sie beim Anarchiehändler zum Beispiel auch verkaufen. So, was haben wir noch? Gibt es noch irgendetwas? Siedlungsangriffspläne, Siedlungsverteidigungspläne. Seht ihr, die habe ich schon in der Poseidon geparkt. Die muss ich halt nur freischalten für euch. Multimedia-Unterhaltung, genau da, das war's noch. Da gab es auch noch was. Nehmen wir das jetzt einfach mal als gegeben. Wenn ich also die Auswahl getroffen habe, dann gehe ich hier runter auf Transfer bestätigen. Dann kriege ich da oben angezeigt, Ressourcen, Transfer erfolgreich. Und dann muss ich das Ganze nur noch schließen. So, das war's. Dann können wir jetzt entweder die Carrier-Dienste von hier aus aufrufen oder wir steigen einfach aus. So, und begeben uns mal dahin. So. Das machen wir doch. Ich gehe doch so gerne in meinen eigenen Carrier. Zur Abflughalle. Juppie. Suppi. Hallöchen. Und Salve. Ja. Etwas unfreundlich, die guten Jungs. So, da sind wir in der Bar. Da gehen wir gleich hin. Bevor ich das mache, rufen wir aber jetzt mal hier von hier aus beispielsweise das Inside Hub auf und gehen in die Carrier-Dienste. Das kann man immer zu Fuß von überall aus machen, wenn man das haben möchte. Dann gehen wir hier zum Barkeeper und stellen hier den Handel ein. So, dann machen wir das doch mal. So, und jetzt gehe ich mal hier durch. Brauche ich ja nur beim Bestand zu gucken. Das ist einfacher. Da, wo irgendeine Zahl steht, da kann ich was machen. Also, Katzenmedien, da haben wir sie doch. Diese Ressource handeln. Diese Ressource möchte ich an euch, wenn ihr Interesse habt, verkaufen. Und ich will da eigentlich auch nichts dran verdienen. Deswegen schraube ich jetzt mal hier den Preis ganz nach unten. Minimum, was geht, sind 50 Credits. So, mehr geht eben nicht. Bestand 11 Einheiten. Anwenden. Das gleiche machen wir mit der klassischen. Ressourcen zum Verkauf, das wäre schon mehr. Aber auch da mache ich es genauso für euch so günstig, wie es geht, damit sich der Besuch auf meinem Carrier auch lohnt. Anwenden, zack. Und weil das so schön war, machen wir auch Folgendes. Ich gebe auch die Siedlungsverteidigungspläne frei. Auch die gibt es zu einem Schnäppchenpreis von 5%. Anwenden. So, das ist erstmal mein kleines Geschenk an euch. Sozusagen mein kleines persönliches Adventsgeschenk, ja. Könnt ihr euch abholen. Wer auch immer Bedarf hat an Katzenmedien, klassischer Unterhaltung oder auch einem Siedlungsverteidigungsplan, macht das. Kommt zu meinem Carrier. Er steht hier im Diomi-System. Im Moment jedenfalls. Und dort könnt ihr euch diese tollen Sachen abholen. So. Dann gehen wir mal hier hin und besuchen mal. Hallo Nina, freut mich. Zeig mal, was wir Neues im Angebot haben. Möchten Sie eine geschäftliche Transaktion? Ja, was hast du denn im Angebot? Wir haben alles, außer Rabatte. Genau, so, da habt ihr genau das,
eingestellt, was ich jetzt eben genau vorgenommen habe. So müsste das bei euch dann auch aussehen. Kann natürlich sein, dass die in der Zwischenzeit wieder rausgenommen werden. Ich mache das so, da das Video ja von meiner Seite immer ein bisschen früher aufgenommen wird. Meistens wird es einen Tag später dann erst geschnitten und bis es dann freigeschaltet wird, kann das schon sein, dass da nochmal 2-3 Tage vergehen. Ich werde diese Dinge hier genau an dem Tage freistellen, wenn ich das Video veröffentliche, sodass da also in der Zwischenzeit auch keinerlei Aktivitäten stattfinden können. Darauf könnt ihr euch aber auf jeden Fall dann freuen. In diesem Sinne, meine Freunde, hat mich sehr gefreut. Kann ich sonst noch behilflich sein? Nein, Nina, kannst du nicht. Du kannst mir aber einen schönen, warmen Kakao machen und ich werde noch ein bisschen mit dir hier plaudern. Alles klar. Macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Tschüss.